Leute, ich glaube, das hier ist der beste Skatepark, den ich je als Streetfahrer, sage ich mal, gefahren bin. Wir haben hier so viele Sachen. Es ist echt geisteskrank und der Skatepark hört gar nicht auf. Wir sind einfach nur hier weiter und da gibt es jede Möglichkeit zu grinden. Es ist so entspannt, hier richtig krasse Tricks zu machen, auch Street-Tricks. Und das werden wir heute natürlich auch machen. Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin leider nicht mit einem Street-Roller hier, sondern mit meinem Parkroller. Und hier haben wir auf jeden Fall ein paar... Junge, Alter, das Rail. Also jetzt mal ehrlich, wer soll das bitte grinden? Das ist, glaube ich, meine Lieblingsabteilung. Die werden wir auf jeden Fall gleich direkt auch mal shredden. Und deswegen abonniert auf jeden Fall mal den Kanal. Checkt auf jeden Fall die anderen Videos ab, weil jeden Tag versuche ich hier ein Video hochzuladen. Und jetzt kommt ihr erstmal auf meinen Kopf, weil das möchte ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal geben. Wir haben hier einfach so viele Möglichkeiten, richtig coole Sachen zu machen. Das hier ist ein bisschen komisch. Oh, das ist einfach eine Bank, die man hochfahren muss als Wallride. Aber hier hat man echt richtig, richtig coole Sachen. Man hat auf jeden Fall auch geisteskrankes Wetter. Also der View hier ist auch cool. Man hat hier nice nochmal Fußballplatz. Da hinten irgend so ein Spielplatz, der, ja. Das ist sogar ein Dirt. Stimmt, da hinten ist ein Dirtpark sogar. Kann ich leider nicht fahren mit meinem Roller. Ich habe leider keinen Dirtroller dabei, aber ich gehe einfach mal durch diesen ganzen Skatepark und zeige euch einfach mal, was man hier so alles machen kann und was für Rampen es hier vor allem gibt. So, oh, jetzt erstmal Double Whip hoch. Ja, das ist nämlich so ein London Gap und dieses London Gap, ja, ist cool, ist mein Lieblings-London Gap. Und diese Quarter, oh mein Gott, die empfehle ich nicht zu fahren, die Quarter. Die ist ja grauenhaft, aber so sieht der Park aus und es ist wirklich richtig, richtig krass. Oh, ja. Man kann hier auf jeden Fall aus der Bank hier grinden, das ist auch ganz cool, dieses Rail. Wir haben hier nochmal hier diese Curve, auch ganz cool, kann man machen, muss man aber nicht. Und mein Lieblingsteil hier, diese Ledge, die ist so cool, ne? Das macht auf jeden Fall mega, mega Bock. Wir können auch hier ein paar Sachen machen. Boah, wir haben so viel zu tun hier. Fakey fahren und da hinten ist nämlich noch eine andere Bank. Das habe ich schon mal in dem anderen Video gemacht, was jetzt übrigens auch online ist. Der Google's best bewährte Skatepark. Oh, also könnt ihr euch das mal gerne angucken auf meinem Hauptkanal. Alter, oh, hier kann man auch hoch. Aber das Ding ist wirklich sehr sketchy. Es geht eigentlich, aber es ist trotzdem sketchy. Wir können auch das Ding da hinten, diese Ledge auch hochgrinden. Guck mal. So. Okay, das wollte ich jetzt nicht machen, aber es funktioniert auch. Wir haben hier auch noch diesen Wallride. Finde ich auch sehr interessant. Man kann hier reinspringen, in den Wallride rein. Machen wir auch sowas von jetzt. Alter. Mir ist aufgefallen, die letzten Videos bei euch kamen echt richtig, richtig gut an. Und das freut mich echt, dass ihr diesen Content feiert. Oh, jetzt muss ich diesen Wallride machen. Ist ja gruselig. Deswegen schaltet nicht ab und schaut bis zum Ende. Alter, der war echt krass, der Wallride. Oh, gönnt euch auf jeden Fall. Oh, hier kann man auch Tricks ins Flat machen. Auch cool. Ich habe damals, in dem Insta-Clip war ich mal hier, habe ich Kickless von hier ins Flat gemacht. Das sollten wir mal wieder machen, also recreaten. Das machen wir auch sowas von. Ich hoffe einfach nur, dass man genug Schwung hat hier. Ich glaube, das geht trotzdem. Aber so ins Flat zu ballern, ja, ist nicht schön. Beton, ihr wisst ja, ich hasse Betonparks. Aber der ist cool, für Streetfahrer vor allem. Okay. So. Oh Gott, hat das geknallt. Genauso wie damals hat es geknallt. Genauso. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hält das hier so sehr, weil wir haben hier einfach noch eine Überdachung. Das ist ganz cool. Ist einfach komplett überdacht und auch noch nachts beleuchtet. Das heißt, man kann einfach komplett im Sommer fahren. Oh, es ist so entspannt. Wir haben aber noch mehr Sachen. Und zwar will ich mal das hier downgrinden. Oh mein Gott. Das fühlt sich so nice an. Ist alles clean gewachsen. Weil dieser Skatepark ist eigentlich hauptsächlich für Skater und BMXer. Also Scooterfahrer sind hier eigentlich nicht so sehr willkommen. Aber hier habe ich Glück, dass ich jetzt alleine bin. Glaubt ihr, man kann so ein Oppo-Fiebel hochmachen oder runter lieber? Ich glaube, ich mache es lieber runter. Hoch mache ich nochmal irgendwie. Oh, ich habe eine Idee. Das war räudig, aber das ist gut. So, und dann, ja. Okay, das war jetzt nicht so krass. Aber Oppo-Fiebel Drop-In bzw. Down-Ledge, das machen wir safe. Ja, wir machen sowas von noch einen Whip dahinter. Hat sich sehr gut angefühlt. Also so Oppo-Fiebels bin ich tatsächlich mehr ein Fan. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Normal-Fiebels oder Oppo-Fiebels bzw. Frontside-Fiebels mehr feiert. Ich feiere Frontside-Fiebels viel mehr, fühlt sich viel besser an. Deswegen mache ich die auch so gerne. Jetzt nochmal einen Oppo-Fiebel-Whip darunter. Oh Gott, da bin ich aber echt schnell. Warte, das muss ich aber richtig hinbekommen. Man muss so perfekt im Grind sein, damit man das schafft. Und hier, boah, dieses Ding hier, da sehe ich irgendwen drin, der hier einen Oppo-Fiebel 720 rausmacht. Irgendwie, da oben hast du so viel Platz, ins Flat zu springen. Nicht für mich, ich mache das nicht. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube wirklich, dass es irgendwer schaffen könnte. Safe zu 100%, da ins Flat. Das ist schon echt gruselig. So, ich versuche jetzt nochmal Oppo-Fiebel Whip darunter. Ich darf nicht so schnell fahren, aber ich bin echt verdammt schnell. Okay, oh, der war gruselig. Ich bin zu früh abgesprungen sogar. Aber geschafft, sehr cool. Was haben wir denn noch? Wir haben hier hinten auch noch ein paar Sachen. Und zwar kann man hier dieses Ding hier auch Wallride benutzen. Sollen wir das mal ausprobieren? So, das können wir auf jeden Fall benutzen. Hier haben wir auch noch Treppensets. Aber Treppensets, bin ich euch ehrlich, ist nicht so mein Gebiet. Ich kann es gerne mal springen,
aber es ist langweilig und es ist auch nicht so cool, macht keinen Spaß. Tut einfach nur weh, einfach nur flat. Aber hier kann man, glaube ich, coole Sachen machen. Zum Beispiel 180 rauf oder so. Hier 180 rauf. Ja, safe. Ich glaube, das geht komplett klar. Auch hier komplett alles angesprayt. Sieht auch sehr, sehr wild aus. Aber egal. Jetzt mache ich nochmal 180 an diesem Ding. So. Boah, das ist gruselig. Wir machen mal 180 dran. Whip. Und dann einfach runter oder halt normal 180 nochmal runter. Mal gucken, ob das geht. Ich denke schon. Weil das Ding ist, glaube ich, dafür gemacht. Ja, boah, Alter, das ist so ungewohnt. Sieht wahrscheinlich so easy auf Video aus. Aber man muss den 180 richtig Nosedive machen, weil man ist ja auf der Schrägen. Deswegen ist es sehr komisch. So, jetzt nochmal, komm. Oh mein Gott, ich habe mich so nach vorne gelehnt. Aber da kann man coole Sachen machen. Auch so Fakey 360. Darauf hätte ich auch Bock. Das versuchen wir auch mal. Das ist echt gruselig, da Tricks dran zu machen im Fakey. Weil es so schräg ist. Aber es funktioniert, es funktioniert. Fakey 360 wird sehr, sehr ekelhaft. Aber irgendwie geht das. Oh mein Gott! Oh, Alter, das funktioniert! First try sogar! Alter, so mein Lieblingspart hier, also fast mein Lieblingspart. So, auf jeden Fall hier dieses Ding hier. Wir haben hier so einen London Gap und da kann man richtig coole Tricks hochmachen. Also natürlich kann man, ja, das ist wie aus der Bank eigentlich zu springen, ne? Nur dass du halt nicht so ins Flat landest, so auf dieses Beton, weil das tut verdammt weh. Und das hier, das interessiert mich auch mal. Wir haben nämlich hier diese Quarter, die ich grauenhaft finde. Aber was zum Teufel ist das hier? Das ist, oh mein Gott, das ist ja schon kaputt. Also so gut ist es jetzt ja auch nicht. Hier sind ganz sicher mal Skateboarder mal hochgefahren. Auf ganz harzig. Funktioniert. Aber ich würde es euch empfehlen. Ah, auf der Seite kann ich vielleicht. Die ist nicht so steil. Ja, ich könnte hochfahren, aber da ist ein Loch in der Palette und das mache ich nicht. Wir haben ja auch hier noch ein paar Sachen hier. Also man kann hier nicht nur Scooter, Skateboard, BMX fahren, sondern auch Tischtennis. Ja, okay, nein, kann man nicht mehr. Da ist kein Netz. Aber ich habe mal einen coolen Basketballfeld. Alles voll gesprayt. Grauenhaft. Aber es sah bestimmt ganz cool aus. Deswegen gehen wir wieder in den Skatepark. Und da habe ich nämlich am meisten Bock drauf, mit dem Roller hier vor allem zu fahren. Leider habe ich keinen Street-Roller. Leider habe ich keinen Street-Roller, so wie Alex zum Beispiel. Der hat einen richtig coolen Street-Roller und den will ich unbedingt mal auch haben. Hier in so einem Skatepark. Der macht so Bock. Deswegen, das ist auf jeden Fall echt mega, mega cool. So, was könnten wir denn hier theoretisch noch machen? Wir könnten hier als Hausdach nehmen. Boah, das ist aber scary, Alter. Oder hier 180s. Boah, das ist noch gruseliger. Alter, also man merkt schon, dass alles für Skateboarder so auf jeden Fall gemacht ist. Und vor allem drumherum, über einem Skatepark haben wir hier so Coopings. Das heißt, man kann hier theoretisch die ganze Zeit überall reingrinden. Ich habe auch damals einen Frontside-Grind gemacht. Genau den. Alter, das ist schon echt ein cooler Park. One Ride to Fakey geht hier auch. Mal gucken, ob man da was machen kann. Ich glaube jetzt nicht so krass, aber funktionieren sollte es. So, hier schräg anfahren. Ja, wir machen mal ein Bar-Fakey. Ich glaube, das geht klar. Ist nicht schön, aber muss man gemacht haben in so einem Skatepark. Boah, diesen Wallride zu fahren und dann Bars mit raus, das ist echt nicht geil. Ja, es geht. Oh Gott. Bar-Fakey, also aus dem Wallride Bar-Fakey. Bockt auf jeden Fall. Also ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Park findet. Mir gefällt er wirklich sehr. Man kann hier echt richtig ballern. Vor allem, wenn es regnet, kann man hier trotzdem noch fahren. Ist auch ganz cool. So, jetzt einfach nochmal hier gegen. Oh nee, nicht getroffen. Hier, Whip. Den wenigstens geschafft. Und Leute, ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, auch wenn es kürzer war, könnt ihr natürlich gerne mal Kommentare lassen. Wie gesagt, ich versuche jeden Tag so viel wie möglich für euch zu produzieren. Und ich merke auch, es ist richtig geil bei euch ankommt. Bei Skatepark sieht schon krass aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Also, lasst natürlich ein Like da. Checkt die Online-Kurse ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, boah, hier kann man coole Mains machen. Das war's mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt oder welche nochmal hin soll mit dem Street-Roller, schreibt es in die Kommentare. Ich habe voll Bock, zum Beispiel 50-50 Grinds zu machen hier. Also, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Freunde.